und zurück bei Fast Forward auf dem Friedhof in Berlin mit Hanin Elias. Ja, also du bist Mitglied bei Atari Teenage Riot. Du bist jetzt als Solokünstlerin natürlich unterwegs. Und dann bist du noch Labelbesitzerin von DHA. Fatal oder Fatal? Fatal oder Fatal. Also wie man will. In Europa kann man Fatal sagen. Ich denke, Fatal und in englischsprachigen Ländern Fatal. Ja, und was ist denn für dich jetzt so die Priorität von den ganzen Sachen, die du machst? Kannst du das sagen? Also im Moment ist für mich die Priorität, liegt die deutlich bei Fatal. Ja. Weil ich total finde, dass eine Revolution muss sein, aber eben nur eine Boy-Girl-Revolution, weil es hat sonst keinen Sinn, wenn alles beim Alten bleibt. Wenn die Hälfte bleibt. Nicht mitmacht. Genau. Ja. Und wir sind fast die Mehrheit auf diesem Planeten. Ja. Und wenn wir jetzt nicht wenigstens gleichberechtigt sind und mitreden können, dann macht es auch gar keinen Sinn, überhaupt was zu verändern. Ja. Weil wir sind diejenigen, die was verändern können, weil die Männer haben es bisher nicht geschafft in ja, Millionen und Jahrtausenden. Das geht einfach also nicht mehr weiter. Also auf jeden Fall nicht, dass es allen gut geht. Ne? Das haben sie nicht geschafft. Also hast du auch das Gefühl, dass unsere Gesellschaft das so scheiße unmöglich macht, also für Mütter Mutter zu sein und gleichzeitig zu arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht mehr an die Kleinfamilie, so wie sie bisher immer so pseudomäßig funktioniert hat. Ja. Und sie hat ja eigentlich auch nie funktioniert. Sie wurde ja eigentlich nur durchs Christentum irgendwie so aufrechterhalten. Und jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, daran festzuhalten. Ja. Und ich finde es auch bescheuert, dass Schwule und Lesben nicht heiraten dürfen. Und dass sie keine Kinder adoptieren können, wo sonst wo die ganzen Kinder da verrecken. Ja. Und also ich mache es halt so, ich habe halt verschiedene Leute, mit denen ich mich gut verstehe, die Kinder gerne mögen. Ja. Und da gibt es auch ein paar Schwule und Lesben drunter, die sich mit Kindern total gut verstehen. Ja. Und dann gibt es Leute, ja, wie meine Eltern zum Beispiel, die jetzt auch nicht mehr so viel zu tun haben, ja, und sich um die Kleinen kümmern. Also der wächst halt in so einer Art Stammessituation auch ja, mit vielen verschiedenen Leuten und ist auch total weltoffen dadurch. Und ich weiß nicht. Also, ja. Und ich kann trotzdem arbeiten gehen und er kann ab und zu mit auf Tour kommen. Ja. Und mit der Kleinen hier, weiß ich nicht, wie das mit Zweien dann gehen soll. Es wird ja, dann das ein bisschen, geht ja genauso, oder? Bisschen schwieriger, aber wir kriegen das schon hin. Ja, ja, und Christina Martinez, die hat nämlich mal gesagt, dass, also seitdem die das gemeinsame Kind hat mit John Spencer, dass das Kind also nicht nur jetzt das Leben unglaublich verändert hat, sondern auch, dass es die künstlerisch sehr beeinflusst. Ist das bei dir auch der Fall? Ja, bei mir war es der Fall, weil es mir unheimlich starkes Selbstbewusstsein gegeben hat, ja, nach der Geburt meines ersten Kindes. Und es kamen so viele Sachen dazwischen und so viele Hindernisse, die eigentlich es mir hätten unmöglich machen sollen, weiter Musik zu machen. Und ja, was weiß ich, so Leute, die meinten, ja, Hanin, er kriegt jetzt ein Kind und ja, und dann ist es vorbei und dann ja, ist er halt Mama und dann so, ist nichts so, als mehr ob mit danach im Gehirn eine Schraube fehlen würde, wenn man ein Kind bekommt oder ja, so. Und dass einem die Sachen nicht mehr wichtig sind. Die genau, vorher. Und dann kämpft man so dagegen an, weil es einen eben auch so ärgert. Ja. Und ja, dadurch wird man, glaube ich, auch stärker. Und danach habe ich auch dieses Fatal-Label, da kam ja auch die Idee dazu. Ja. Weil ich so viele Ungerechtigkeiten während der Schwangerschaft erfahren habe. Aha. Ja, und natürlich auch von der Familie her, die sagten, ja, du darfst nicht mehr so dieses Leben leben. Das Aha, geht nicht, das passt nicht zu dir als Mutter. Ja. Und, dann, ja, hast du gedacht, dann ist man eben aus beiden Kackbereichen ausgebrochen. Ja. Jetzt das neue Album. Ah. In Flames von Hanin Elias. Das klingt so, als wäre das in verschiedenen Aufnahmesessions aufgenommen. Ist das richtig? Ja, also ein paar Stücke habe ich auch schon 1995 ja, aufgenommen. Und ich hatte auch eine kleine EP draußen, aber die ist ziemlich untergegangen damals. Ja. Und das lag unter anderem auch an der Labelpolitik, die damals herrschte. So, dann haben die unter den Tisch fallen genau, lassen. Genau, ja, die war ja, dann so ein bisschen unwichtig für die. Und für mich war es aber immer wichtig, dass diese Stücke, weil zu denen kann ich immer noch stehen, und dass die da mit drauf sind. Ja, ja, das ist gut, wenn man das kann, noch ja, später, weißt du, das ist sehr praktisch. Ja, also jetzt ist das ja sehr lange, ja, über lange Zeit aufgenommen worden. Was ist denn jetzt, was würdest du sagen, ist so für dich der rote Faden, der durchs Album geht? Also, weil ich würde so tippen, das, was auf jeden Fall durchgängig ist, ist also diese Angst von Männern vor starken Frauen. Also das entdecke ja, auch ich vor da Aggressivität. Überall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Radio höre oder mir diese Musikkanäle angucke, ja, was da so läuft, ist halt immer so dieses weichgespülte, auch noch extrem weich und harmonisch produzierte. Ganz sauber. Und wie die aussehen, die sind alle so sauber und so clean ja, und
Und das macht mir Angst. Ja. Das ist so, so alienated. Und, ja, so Retorten. Und genau dagegen ist es eigentlich, weil ich habe eigentlich immer nur dann Musik gemacht, wenn ich gerade keinen Bock mehr hatte, mir die anderen Sachen anzuhören, ja, die so liefen. Es blieb einem ja kaum was anderes übrig. Und dann dachte ich so, ich mache es für mich. Mache ich jetzt mal ein Stück. Damit du was zu hören hast. Genau. Ja. Also wir gucken uns jetzt gleich In Flames an. Und wie kam es zu der Idee fürs Video? Na, ich hatte diese Idee fürs Video und dann habe ich Sharon und Rod getroffen von Media Kill. Aha. Auf der Nine Inch Nails Tour. Die haben das dokumentiert und denen habe ich dann so meine Idee erzählt von dem Video und die waren total begeistert und haben es dann auch genauso umgesetzt, wie ich mir es gedacht habe. Ja. Und Lolita Storm, die sind spielen auch da auch dir, mit, ne? Genau, ja. Die sind auch fatal, ja, und die spielen da auch mit in dem Video. Okay, dann gucken wir jetzt In Flames. Für euch am Bildschirm. Kamera mal getroffen. Entschuldigung. Und zurück mit Hanin Elias. Vom coolsten Friedhof der Welt. In Berlin. Bei Fast Forward. Also wir haben das ja jetzt gerade, hast du das ein bisschen schon angeschnitten. Nämlich so dieses, also Frauenbild ist ein blödes Wort, aber wie Frauen jetzt in der modernen Popmusik und so dargestellt werden. Also kennst du es dich war auch? Schon mal besser auf jeden Fall. Ja, ne? Also es geht rapide bergab, finde ich. Es geht total bergab, ja. Diese ganzen, also jetzt vor allem, was mich total anpisst, ist diese ultra erfolgreichen amerikanischen so Alternative-Rock-Sachen, weißt du, wie Limp Bizkit oder sowas, da sind die Texte und die Videos, das ist einfach unfassbar. Also das wird jetzt schlimmer denn je, habe ich den Eindruck. Ja, habe ich auch den Eindruck. Und ja, ich finde auch so eine Galionsfigur wie Courtney Love, die davon lebt, irgendwie andere Frauen ständig schlecht zu machen in der Presse und so, finde ich auch total bescheuert. Also das soll dann die Alternative dazu sein, dass sie unbedingt nun nicht mit Meryl Streep verglichen werden will in ihren Filmen, sondern mit Burt Reynolds oder sowas. Ja, ja. Und das finde ich dann auch so lächerlich. Ja. Ja, also ich denke mich auch immer, weil die geben immer in Interviews diese unglaublich sexistischen Bands aus Amerika, weißt du, wie Methods of Mayhem oder Limp Bizkit. Die geben immer an, ja, wir machen Rock'n'Roll und wir machen cool. Weißt du, das war halt, ich denke immer so, ihr Schweine. Weißt du, Rock'n'Roll war mal als so progressiv gedacht. Und die machen das so reaktionär, wie es kaum noch geht, also was Frauenfeindlichkeit angeht. Ja, überhaupt in der ganzen Presse. Also diese ganzen Wurzeln des Sozialdarwinismus, die sind ja gar nicht aus der Welt. Die sind nie aus der Welt geschafft worden. Ja. Also das heißt, die ganzen Universitäten lernen ja immer noch nach diesen Leuten, was weiß ich, Nietzsche, Kant, Hegel, Heidegger, die alle total frauenfeindlich waren. Ja. Und es gibt ja keine weiblichen Philosophinnen, die jetzt so super fortschrittlich an den Unis gelehrt werden, zum Beispiel. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar in den Medien und in der Politik. Es macht sich in allen Branchen bemerkbar, dass dagegen nichts unternommen wird. Und dieses Bild der Frau, so dieses Animalische, die Unberechenbare, so, dadurch wird sie ja immer noch so teilweise runtergesetzt. Ja. Ne? Und das bleibt halt bestehen, ne? Dann hattest du denn schon mal so auf Festivals oder sowas Probleme mit Bands, wenn ihr zusammen mit, weiß ich nicht, sexistischen Scheißbands aufgetreten seid? Oder habt ihr das nie gemacht? Ja, natürlich. Das haben wir total oft. Und was machst du dann? Also ich meine, was gab's für Probleme schon? Naja, manchmal ist man einfach total hilflos, weil man einfach keinen Bock hat, so behandelt zu werden. Und dann kann man auch nur einen blöden Spruch zurückgeben und dann kommen die sich noch cooler dabei vor. Ja, ja, also, genau. Dann ist immer so ein lustiges Geklatsche angesagt, wenn man... Oh Gott, ja. Also wie findest du denn jetzt in Musikvideos speziell die Darstellung von Frauen? Also ja, zum Beispiel, wenn ich diese MTV Music Awards sehe von diesen ganzen Typen, die nun ständig immer diese nackten Bräute, die ihren Arsch schwingen, in ihren Videos haben und dann bedanken sie sich, first of all, I want to thank God. First of all, sollten sie sich mal bei den Frauen bedanken, denen sie die ganze Knete zu verdanken haben, die sie wahrscheinlich dadurch verdienen irgendwie. Ja, also wenn sie sich wenigstens bei denen bedanken würden, aber es scheint irgendwie überflüssig zu sein. Ja, das habe ich nämlich in letzter Zeit auch den Eindruck, dass das nicht mehr aufhört. Also das nimmt, das reißt nicht ab, sondern es wird immer schlimmer. Also jetzt bei Videos, das ist immer, hampelt der Mann vorne rum
nonstop, also zum Beispiel bei Hip-Hop-Videos, diese fetten, teuren Hip-Hop-Videos. Hinten wird von unten unter den Rock gefilmt, Frauen so mit tiefen Ausschnitten und Arschgewackel und sonst nichts. Und das bleibt und bleibt und bleibt. Ja, und das ist doch total langweilig. Ja, ja. Man hat ja als Frau gar keinen Bock mehr, irgendwie selbstbewusst arschwackeln durch die Gegend zu laufen. Ja, ja, weil das irgendwie so langweilig und so klischee-mäßig ist. Ja. Dass man dann irgendwie Bock hat in der Opposition. Ja. Ist denn jetzt bei Atari Teenage Riot, ist jetzt Pause angesagt, oder? Nee, wir machen jetzt total viele Sachen. Alec macht zum Beispiel gerade Björk-Remixe. Aha. Und dann machen wir demnächst, jetzt in ein, zwei Wochen, machen wir noch ein Stück für Zack de la Rocha, also von Rage Against the Machine. Ja. Da wollten wir auch noch ein Stück aufnehmen und... ja, ich bin gerade mit Kathleen Hanna und von Bikini Kill machen wir auch gerade noch so Sachen, ja, also über Mail. Mhm. Und ja, also wir machen jetzt ziemlich viele Sachen mal im Studio und, ja, und zu Hause, damit wir das ausnutzen können, dass ich jetzt hier gerade die kleine, ja, Lily Louise, wird sie heißen, warte. Ja, ja, aber es ist einmal ganz gut. Ja, aber trotzdem wird ja viel gedengelt dann im Hintergrund. Auf Tour, es kann manchmal ganz schön hart sein. Mhm. Und hast du jetzt so den Eindruck, dass wenn du Solo-Sachen machst, meinst du, du kannst mehr Sachen machen oder irgendwas anderes machen, was vielleicht bei Atari Teenage Riot nicht möglich war? Oder? Ne, ich kann viel mehr experimentieren für mich alleine, ohne diesen ganzen Gruppenzwang. Ja, ohne sich abzusprechen, immer zu sagen, ist das okay? Ja, genau. Also ja, ich meine, bei Atari Teenage Riot ist es halt so, dass wir alle sehr viel zusammenwerfen und dann kommt natürlich was Spannendes dabei raus. Ja. Aber ist natürlich auch spannend zu sehen, was dabei rauskommt, wenn man ganz alleine Sachen macht. Ja, klar. Und auch mal mit irgendwelchem Schrott rumexperimentiert, wie ich es bei meiner Platte gemacht habe. Mhm. Also irgendwelchen Kassettenrekordern. Einfach so, wenn man gerade mal Zeit hat und nicht, wenn sich alle verabredet haben. Ja. Ja, und wir sehen jetzt gleich Revolution Action. Wie ist es denn da zu dieser Idee gekommen vom Video? Na, die Idee, die hatte der Andrea Jacoby. Aha. Und wir waren ja erst ein bisschen skeptisch. Das ist ein Typ, weil ich habe das gelesen, ja, ja, und konnte mich nicht entscheiden, ob Andrea ein Mann oder... Franzose gemischt mit Italiener irgendwie. Ah, okay. So. Ja. und der hatte die alleine? Ja, wir kriegen ja immer hunderte von Treatments geschickt und entscheiden uns dann vor allem. Und das fanden wir eine ganz gute Message. Ein ganz krasses Video. Also, ne, das gucken wir jetzt mal. Viel Spaß. MTV verbietet es übrigens. Wirklich? Mhm. Was, die spielen das nicht? Ja, die finden es total krass. Das ist die Begründung. Aber wir haben das dann mal schätzen lassen, das Video von diesen, die Altersfreigaben verteilen. Ja. Und es ist so wie ein Disney-Film, also ohne Altersfreigabe freigegeben worden. Wir spielen es. Viel Spaß. Das hier ist Fast Forward mit Hanin Elias und Charlotte Roche. Hallo. Also wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über dein Label gesprochen, DHR Fatal. Mhm. Und da sind nur Frauen drauf. Nee, das ist auch ein Vorurteil. Also es geht halt vorwiegend um Frauen- und Mädchensachen. Ja. Und die Message ist auch klar. Es ist schon, geht schon in Richtung Feminismus, extrem. Ja, ja. Und es sind aber auch Männer erlaubt. Also ja, so ist es nicht. Es gibt ja auch Männer, die genauso unter dem System leiden und unter die genauso den Feminismus sehen, brauchen. Ja? Ja, mein Freund ist einer der größten Feministinnen, die ich kenne. Ja, und meiner auch. Ja, wirklich wahr. Dann dürfen die auch mitmachen. Und Alec übrigens auch. Also ja, auch der größte Unterstützer des Feminismus. Ja, also jetzt über dieses Musikdasein, also was Frauen angeht, was jetzt im Moment so losgeht. Glaubst du denn, das reicht, wenn jetzt immer mehr Frauen Musik machen? Oder meinst du, diese Inhalte müssen interessanter gemacht werden für Frauen? Ich finde, dass Frauen aggressiver, politischer und einfach auffälliger, ja, also extremer sich mitteilen müssen. Ja. Das heißt nicht, dass Frauen, die jetzt irgendwie mit Pastellen, Aquarellen malen, die halte ich nicht für revolutionär. Nee. Also
Nee, das ist ja schön zu Hause, ne? Also ich meine, das ist ja... oder Origami-Ausstellungen, genau, oder sonst irgendwas. Das ist schön leise, wenn man sowas, genau, macht. Also man muss schon laut sein, finde, ja, ich. Was hältst du denn von Madonna? Madonna hat für mich noch nie irgendwas Politisches gesagt, womit ich mich identifizieren konnte. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie für Amerika wichtig gewesen in einer gewissen Phase. Ja. Aber ich finde auch sie, also ich weiß nicht, ich finde, ich sehe sie so als so eine Ikone, die eigentlich eher verhindert, dass andere sie sozusagen, ich weiß nicht, also sie steht irgendwie vielen Leuten, glaube ich, im Wege, ja, die so eine Art Entwicklung voranbringen könnten. Ja. Und was hältst du zum Beispiel von Missy Elliott? Also das frage ich jetzt, also weil die ist ja auch Labelbesitzerin, mhm, also so wie du. Also was hältst du? Ja, ich hätte gerne mehr, zum Beispiel mehr Hip-Hop-Sachen, ja, auf Fatal. Ja? Also wir haben auch jetzt eine Band Bedroom Productions. Und ich hätte ja auch ganz gerne Foxy Brown auf unserem Label. also so, das ist, weil das ist dann natürlich noch ein blödes Vorurteil. Also weil ich hatte immer im Kopf, dein Label sucht eigentlich nur Digital Hardcore, ja, genau, Sachen. Bloß Digital Hardcore ist ja total, ja, dadurch, dass wir eben dieses Label haben und, ja, dass wir total unterschiedliche Musik machen, können wir ja allem den Stempel Digital Hardcore aufdrücken. Ja. Und Digital Hardcore geht ja, soll sich ja auch weit verbreiten und soll jetzt nicht so ein Dogma, ja, bleiben. So, sollen wir mal aufrufen? Weil man kann noch Tapes zu dir schicken. Ja, man, ne? Man kann auf jeden Fall Tapes zu DHR schicken. Ja? Auf jeden Fall. Mhm. Und alle mögliche Musikrichtung dann offensichtlich. Also, ja, aber es sollte schon elektronisch sein, es sollte, okay, aggressiv sein, es sollte auf jeden Fall politisch sein und es sollte, ja? Mhm. Es sollten eben schon mehr Mädchen sein. Ne, habt ihr gehört? Schön dahin schicken. Gucken ja auch natürlich nur Mädchen zu. Na klar. Dieser, ja, natürlich. Und feministische Männer. Ja, genau. Nur die dürfen so gucken. Wie wichtig war denn der Einfluss, also nee, wie hoch war der Einfluss auf dich von dieser Riot Girl Bewegung, so Mitte der 90er? Der war sehr hoch. Riesig. Ja. Und also ich habe ja schon erzählt, während meiner Schwangerschaft, da gab es sehr viele Probleme. Aha. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, alles ist gegen mich. Und als ich dann aber die Texte von Kathleen Hanna gelesen habe, mhm, übers Internet, da habe ich auf einmal so eine richtige Gänsehaut gekriegt und dachte so, ja, genau, ja, das ist es. Ich habe es die ganze Zeit in mir gespürt und ich habe aber nie, ich habe zwar immer geschrien bei, ja, Atari Teenage Riot, ja, und ich hatte auch meine Texte geschrieben, aber ich habe nie gesehen, dass es eigentlich so eine Sache, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, dass ich jetzt zum Beispiel in gewissen Dingen nicht weiterkomme oder nicht respektiert werde oder oder so. Und dann habe ich es auf einmal klar gesehen, habe mir dann ganz viele Bücher zu dem Thema gekauft, ja, und wurde dann also wacher, von Tag zu Tag wacher. Wow. Und das war wirklich für mich wie so ein Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf oder, ja, so. Und jetzt kann ich halt gezielt diese Energie, also ich kann es auch benennen, mhm, warum ich eben, ja, mit zweitklassig behandelt vorkomme. Ja. Das ist ja auch ganz logisch bei unserer Gesellschaft. Ja. Klar. Ja, was hast du denn jetzt in Zukunft vor? Also, was können wir noch von dir erwarten? Na, ich werde weiterhin Musik machen. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, was könnt ihr noch von mir erwarten? Ich hoffe, das mit dem Label wird sich weiterentwickeln, dadurch, ja, dass halt noch viele andere Mädchen diesen Aufwachprozess mitmachen. Ja. Ja, das hoffe ich sehr. Wo wir alle dran arbeiten, hoffentlich. Genau. Ah, anstrengend. Ich habe auch keine Lust auf so eine Hierarchie, dass ich da jetzt irgendwie die Label-Chefin oder sowas bin. Mhm. Habe ich überhaupt keine Lust zu. Das soll so laufen, dass es von alleine läuft. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Dankeschön. Sehr cool. Super. Danke. Tschüss, ihr Süßen. Boah, die Haare voll getroffen. Ja. Und kauft meine Platte. Genau.